So, hallo Leute, heute wird wieder mal Eierlikör gekocht. Ich bin hier schon in den letzten Zügen. Ihr seht hier, ich habe hier den Topf auf dem Wasserbad. Sind momentan bei einer Temperatur von 41 Grad Celsius, etwa bis 50 Grad, wird im Wasserbad erwärmt und angestockt. Ich habe hier 20 Eigelbe verarbeitet. Von natürlich von den Eiern vom Bechlerhof, die freilaufenden Hühnereier. Also nicht die Eier laufen frei, sondern die Hühner natürlich. Und ich habe hier auch schon die Flaschen gerichtet auf zwei Etagen. Die werden hier bei 125 Grad sterilisiert. Die Verschlüsse liegen ja auch schon und die Waage bereit. Und dann wird es dann gleich soweit sein und abgefüllt werden. Und ab morgen gibt es dann frische Eierlikör im Hofladen zu kaufen. Macht's gut, tschüss.